Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit dem Matti Soika, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dem CEO und Co-Founder von Podigee gesprochen. Podigee.com ist ein Podcast-Hosting-Unternehmen aus Berlin. Und ja, es ist nicht nur irgendein Podcast-Hoster, sondern natürlich auch der, über den dieser Podcast ausgeliefert wird. Ja, im Podcast haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, wie das alles technisch funktioniert und was denn jetzt Plattformen wie Spotify und Apple machen und was eben ein Podcast-Hoster tut. Und der Matti, der ist ein alter Hase im Podcast-Game, denn er hat 2013 gemeinsam mit seinem Co-Founder Ben Podigee als Side-Project gegründet und seit ungefähr 2017 sind die beiden dann Vollzeit am Start. Ja, und im Laufe der Jahre haben die einige Höhen und Tiefen erlebt und ich bin froh, dass Matti die ja sehr offen geteilt hat, denn auch das gehört dazu, die schwierigen Entscheidungen und emotionalen Momente beim Aufbau eines Unternehmens. Der Matti ist gerade in den USA auf einer Podcast-Konferenz in L.A., wenn ich es richtig gesehen habe, und mal schauen, was er von da so mit zurück nach Deutschland bringt. Die Folge ist etwas länger geworden, aber der Matti hat auch ja schon einiges erlebt in 10 Jahren Podigee. Falls du nicht ganz bis zum Ende hörst, die nächste Folge gibt es erst in 2 Wochen, da ich nächste Woche ein wenig Urlaub mache. So, jetzt geht's direkt los. Viel Spaß. Hallo Matti, herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping. Ja, hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern, Mensch, hat mich wirklich gefreut. Das war auch der längste Sales-Cycle, den ich jetzt bisher hatte mit fast 1 Jahr. Von daher hat mich super gefreut, dass du dann doch zugesagt hast und manchmal muss man einfach einen langen Atem haben. Erzähl doch mal, wer du bist und was du genau machst. Ja, ich bin Matti, Mitgründer, Geschäftsführer von der Firma Podigee, aktuell aus Berlin, damals noch im Westerwald entstanden, als Projekt quasi sind wir an Berlin gebunden. Und ja, Podigee ist ein sogenannter Podcast-Hoster. Das heißt, wir füllen so eine gewisse Lücke, die es gibt in dem ganzen Setup, in der ganzen Infrastruktur bei Podcasts. Das heißt, im Endeffekt, das, was wir so bieten, ist ein SaaS-Produkt, das es Podcastern ermöglicht, Inhalte an einer Stelle hochzuladen und dann über ja möglichst viele Podcast-Plattformen zu distribuieren. Kleiner Disclaimer, ich bin auch Podigee-Kunde. Aber darüber kam der Kontakt jetzt witzigerweise nicht. Also ich habe nicht an den Support geschrieben. Von daher, ja cool. Also es ist ein sehr spannendes Geschäft. Und wie groß ist Podigee heute? Kannst du was zur Anzahl Mitarbeiter, Umsätze sagen vielleicht? Genau, also heute sind wir circa 20 Personen, so bis zu 25 mit allen Freelancern und Leuten, die uns halt auch mal gelegentlich unterstützen. Wir haben aktuell auch ein kleines, aber feines Büro in Berlin. Und was Umsatzzahlen angeht, liegen wir da so im mittleren Millionenbereich aktuell, also einstelligen Millionenbereich. ARR, also Recurring Revenue hauptsächlich. Und ja, weitestgehend alles gebootstrapped. Also bis heute haben wir keine externe Finanzierung aufgenommen, nur einen ganz, ganz kleinen Kredit zu Corona-Zeiten, wo Kredite sehr günstig zu haben waren. Ja, dann macht es ja auch Sinn für Investitionen und so weiter. Ja. Würde ich aber wahrscheinlich nicht noch einmal machen. Jetzt lassen Sie noch dazu sagen. Ja, das war dann schon viel Aufwand und Gehassel und man bündet sich dann an irgendwelche Banken, die, glaube ich, noch in so ein bisschen in der Steinzeit verblieben sind. Muss ich jetzt keine Namen nennen. Aber ja, wenn man es wirklich braucht, dann würde ich sagen, ja, klar, hat man keine andere Wahl. Wir haben es damals eher genommen, weil, ja, wie gesagt, auf Papier war es ein sehr günstiger Kredit. Zinsen waren ja extrem niedrig, fast inexistent, aber hätten wir es nicht mehr gemacht. Habt ihr damit dann Wachstum finanziert oder irgendwas Besonderes, eine Investition gemacht? Weil ich hatte ein kleiner Disclaimer für später. Meine Frage wäre schon, während Corona hätte ich jetzt schon gedacht, dass es einen ordentlichen Boost gab und du keinen Kredit gebraucht hättest, weil du so viele Podcasts auf die Plattform gekommen hättest. Ja, da fangen wir quasi mit den turbulenten Zeiten direkt an bei uns. Also ja, es war so Rollercoaster-mäßig erstmal ein großer Boost, dann ging es wieder zurück. Auch bei uns war dieser Boost eigentlich am Anfang ein großer Vorteil und später haben dann auch unsere Ambitionen, glaube ich, so ein bisschen das Wachstum überholt eine Zeit lang.
Und da waren wir dann, das würde ich mal so nennen, als eins der größten Learnings, wie wichtig es ist, halt als gebootstrapptes Unternehmen wirklich gut seine Finanzen im Griff zu behalten, Kosten, Einnahmen, Projektionen, auch wenn man, sag ich mal, man ist ja kein Konzern und braucht jetzt keine komplexen Reportings erstmal, aber man muss schon so bodenständig, wie es nur geht, daran gehen und versuchen auch, ja, einfach die Gesamtlage immer im Blick zu behalten, weil am Ende des Tages ist man auf den eigenen Cashflow angewiesen. Ne? Ich glaube, ich habe ja einen Jahresaccount. Hast du Zahlen im Kopf oder vielleicht vorbereitet, wie viel Podcasts gibt es überhaupt bei euch auf der Plattform? Kannst du da? Bei uns auf der Plattform gibt es ungefähr 20.000 Podcasts. Wobei man dazu sagen muss, ja, dazu muss man noch sagen, nicht alle Podcasts sind aktiv. Es ist aber auch relativ schwer zu sagen, welcher Podcast ist inaktiv, weil es zum Beispiel so eine abgeschlossene Serie ist. Welcher Podcast ist tatsächlich, sage ich mal, tot, weil jemand den Podcast aufgegeben hat, aber zum Beispiel den nicht runternehmen möchte vom Netz. Also es gibt da auch Podcasts, die sind einfach in so einem undefinierten Zustand. Tatsächlich hatte ich auch, ich habe eine witzige Anekdote, vor einigen Monaten, ich weiß nicht, ob du vielleicht damals mal einen Podcast Freakshow gehört hast. Das war so ein, das ist so ein Podcast, ja, für Freaks halt, für Nerds gewesen aus der Ur-Community in Deutschland. Also da, den gab's, bevor es Podcasts gab, so quasi in Deutschland. Und dieser Podcast hatte, glaube ich, ein oder zwei Jahre nichts gepostet. Ja, keine neuen Folgen, nichts veröffentlicht. Und ich wusste auch gar nicht mehr, dass es den noch gibt. Und irgendwann poppt so eine neue Folge auf bei mir im Podcatcher. Ich so, nein, den gibt's ja noch. Ja, und tatsächlich hatte dann der Host, Tim Pritloff, in der nächsten Folge erzählt, er hatte sich die Statistiken angeschaut und er ist nach zwei Jahren mit, glaube ich, über 90% der Downloads, die er damals hatte, wieder an den Start gegangen. So stark ist diese Subscription-Bindung, die man halt im Podcast hat bei vielen, ja. Das fand ich echt überraschend. Na gut, der Tim Pritloff ist ja der alte Hase, der macht ja das Logbuch Netzpolitik, also das höre ich als. Aber jetzt, das war mir nicht mehr so ganz klar, dass er das auch mal gemacht hat, okay. Mhm. Und hast du irgendwelche Zahlen zu Streams pro Woche oder pro Monat? Wie viele Podcasts werden denn in Deutschland in der Woche oder im Monat gehört? Kann man das ungefähr sagen dann von eurer Plattform aus? Also ja, klar, ich habe ja unsere Zahlen. Natürlich ist die Landschaft sehr vielfältig. Es gibt ja viele Anbieter, es gibt viele Plattformen, es gibt auch so ein paar nicht exklusive, aber dann doch plattformnahe Lösungen. Und deswegen ist es auch sehr schwer zu sagen, wie viele Podcasts gibt es denn? Ja, weil Podcasts werden auch prinzipiell bei den Plattformen erstmal eingereicht. Und nicht alle Podcasts werden überall eingereicht. Das heißt, es gibt durch diese Verteilung über den RSS-Feed eine sehr, sehr dezentrale Distribution. Das heißt, es gibt nicht so die eine Statistik, die zum Beispiel wie YouTube das macht. Ne? Die können ja, jedes oder Spotify macht das bei ihren Zahlen ja auch. Ne? Die geben einmal pro Jahr vielleicht irgendwelche Zahlen, müssen sie auch vielleicht wegen, weil sie an der Börse sind. Und dann weiß man es ja genau. Bei Podcasts ist es, weiß man nicht so wirklich, wie viele es in Summe sind. Es sind viele. Es gibt auch dieses Phänomen im Bereich Podcast, das ist wirklich, wenn man sich so Statistiken anschaut, vor allem aus dem amerikanischen Raum, dann sind es halt, das geht in die Millionen. Erstmal, sind Millionen von Podcasts, die man, also ich glaube vier oder fünf, es wird von fünf gesprochen. Aber wenn man sich anschaut, wie viele haben tatsächlich in den letzten Monaten überhaupt was veröffentlicht, dann ist es nur noch ein Bruchteil, vielleicht eine Million oder so. Ja. Und das weltweit. Das heißt, es sind gar nicht mal so viele Aktive, wenn man das in den Kontext setzt. Ich glaube, in Deutschland würde ich jetzt mal aktuell schätzen, ich glaube, vor einigen Monaten waren es 80.000. Ich würde mal sagen, vielleicht sind es so weiter 80 bis 100.000 irgendwo da in dem Dreh, würde ich schätzen. Mhm. Wie viele davon jetzt noch wirklich aktiv sind, wie schon gesagt, schwer zu sagen. Okay. Hast du irgendwelche Zahlen zu Streams, die eine Folge haben sollte oder hat im Schnitt? Na, ich bin so bei, keine Ahnung, ich habe mal Folgen, da sind 700, 800 Leute hören die an, mal gibt es Folgen, die hören 400 Leute an. Ist es so,
Ist das so ein guter Schnitt oder ist es schon drüber? Wie sind da so die Erfahrungen? Ja, Podcasts sind halt ein Medium, was sehr, sehr breit ist, weil ein breites Spektrum repräsentiert an Produktionsarten auch, ja. Mhm. Ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel, die ganzen Entertainment-Podcasts, die von großen Medienkonzernen produziert werden. Ja, das sind so richtige Shows mit einem Showman oder Showfrau auf der Bühne quasi. Also die kennt man ja aus dem Fernsehen, die kennt man. Ne? Das sind Leute, die wirklich, ja, bekannte Persönlichkeiten, die schaffen Millionen von Downloads pro Monat. Ja, das ist so ein Extrem. Und dann gibt's aber, ich sag mal, wenn man es so als Pyramide betrachten möchte, unteren Ende der Pyramide natürlich eine sehr, sehr breite Masse von Podcasts, wo die Zahlen dann auch tatsächlich um die paar hundert sind. Und dennoch oft Podcasts trotzdem erfolgreich sind. Ja, also es gibt auch wirklich Podcasts, die man ja als erfolgreich anstufen kann, obwohl sie vielleicht nur 100 Downloads im Monat haben oder 200, ja. Wenn man ja zum Beispiel von Vermarktung spricht, dann kommt es natürlich darauf an, was man für Ambitionen hat, aber man sagt, so ein Podcast ist eigentlich grundsätzlich vermarktbar, vielleicht ab so 5.000 bis 10.000 Downloads im Monat. Da fängt es an, Sinn zu machen. Ich spreche natürlich von so ad-basierter Werbung. Natürlich kann man, wenn man einen Nischenpodcast hat und den richtigen Sponsor findet, auch bei 500 Downloads im Monat schon einen guten Deal schließen. Das ist von Podcast zu Podcast sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es hängt auch davon ab, was für ein Zielpublikum man hat. Ne? Wenn du jetzt einen Rolex-Podcast machst, dann kannst du wahrscheinlich, oder was weiß ich, über irgendwelche teuren Autos, ist es wieder was anderes. Und je nachdem, also es ist wahrscheinlich themenabhängig. Ja, die Nische macht es natürlich, ne? Je spezialisierter der Podcast ist, das ist auch immer so ein Thema, was bei mir hin und wieder so aufpoppt als Frage, so, ja, sollte ich lieber breiter fassen, ne? Das ist mein Podcast, die Zielgruppe, soll ich lieber breiter denken, größeres Publikum oder gehe ich in die Nische rein, ist ein bekanntes Thema, so grundsätzlich aus der Content-Creation-Ecke, ja, wie findet man die Gruppe, die man wirklich ansprechen möchte. Und wenn man richtig die richtige Nische trifft, ja, dann hat man zwar quantitativ vielleicht weniger Hörer, aber man hat eine enorme Qualität an Publikum. Da sind dann Leute, die wirklich auch sehr aktiv sind, interagieren mit den Inhalten, schicken Kommentare und Feedback und alles Mögliche. Und da macht's dann wieder, dann ist es wieder nicht mehr so wichtig, dass man keine Hunderte, Tausende von Downloads hat. Also das merke ich auch. Ich kriege regelmäßig Feedback zu den Folgen und das ist immer super schön einfach und man weiß man wieder auch, warum man es macht. Und da ergeben sich auch wieder Möglichkeiten daraus oder Weiterempfehlungen für spannende Gäste. Und ich lerne so viel dazu, auch beim Fragen stellen. Und das finde ich allein schon, ist es für mich dann wert. Dann, ja Mensch, Podigee gibt es jetzt seit 11 Jahren. Kannst du uns mal auf die Reise mitnehmen so ein bisschen? Wie bist du damals auf die Idee gekommen? Wie kam es zur Gründung? Hast du es alleine gestartet? Werbung. Ja, Bootstrapping ist eine spannende Reise, die uns täglich vor neue Herausforderungen stellt. Das Geld ist oft knapp, die Aufgaben übersteigen unsere zeitlichen Ressourcen und die Entwicklung von skalierbaren Prozessen und Systemen ist oft überfordernd. Trotz allem müssen wir Professionalität und Zuverlässigkeit für unsere Kunden gewährleisten, um ihnen die notwendige Sicherheit zu geben, die sie brauchen, um unser Produkt zu kaufen. Selbst gebootstrapped kennt Kolpari diese Herausforderung sehr gut und weiß genau, worauf du am Anfang achten solltest, wenn es um den Aufbau von Beziehungen mit deinen Kunden geht. Kolpari steht dir als zuverlässiger Partner zur Seite für die Erweiterung oder Aufbau deines Kundenservice. Du bekommst deinen Customer Service auf Knopfdruck, komplett flexibel und skalierbar, wo du nur die effektive Zeit bezahlst, die Kolparis freiberufliche CX-Profis in die Betreuung deiner Kunden investieren. Das heißt für dich, keine Anrufe, keine Kosten. Ab nur 98 Cent bekommst du deinen ganzen Kundenservice inklusive Team, All-in-One-Kommunikationstool, CRM, Ticketsystem sowie Erreichbarkeit während deiner Öffnungszeiten oder sogar 24x7. Biete deinen Kunden Professionalität und Zuverlässigkeit mit dem Kundenservice von Kolpari. Mehr auf kolpari.cx. Das schreibt sich C-O-L-P-A-R-I.cx.
Den Link findest du auch in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, also die Entstehungsgeschichte von Podigy, wenn man das so sehen möchte, geht zurück in die 80er Jahre. Wo mein Mitgründer und ich auf unterschiedlichen Seiten des eisernen Vorhangs geboren sind und aufgewachsen. Wir sind tatsächlich zwei Gründer, haben uns einige Jahre später dann im Job in Berlin kennengelernt. Mein Mitgründer Ben, der aus dem Westerwald kommt, und ich komme ursprünglich eigentlich aus Polen, bin dann halt vor einigen Jahren mit meinen Eltern auch mal ausgewandert, die hatten so ein bisschen die Schnauze voll von dem, was bis vor den 90er Jahren da so lief. Und ja, und wie gesagt, wir haben uns dann irgendwann im Beruf in Berlin kennengelernt bei einer Firma, die Consulting und Produktentwicklung macht im Bereich Content Management. Ja. Ben ist also ein bisschen als Quereinsteiger da, war damals auf einem Biologiestudium unterwegs und hat dann alles irgendwie aufgegeben und ja, sich als Quereinsteiger beworben, und seitdem macht er eine sehr erfolgreiche Entwicklerkarriere, wie ich finde. Und ja, bei mir war es ein bisschen klassischer, so mit Informatikstudium. Ich hatte aber schon immer sehr große Affinität für die Programmierung, und das war dann auch quasi der Start in den Beruf. Und da waren wir ein paar Jahre bei dieser Firma. Wir waren zwar nicht in demselben Team, aber kannten uns. Und es gab bei dieser Firma die Firma heißt übrigens Infopark. Das war auch damals schon eine sehr, sehr gute Firma, wie ich finde. Wir haben da nämlich wirklich sehr, sehr gute Leute kennengelernt, sehr erfahrene Entwickler auch. Also diese Firma hatte wirklich ein Händchen für gute Entwickler finden, und man hat da, und diese Jahre haben uns halt auch, glaube ich, sehr stark dann geprägt, weil man hat echt viel, viel gelernt. Aber irgendwann kam bei mir so ein bisschen das Bedürfnis, der Wunsch nach, ja, ich möchte halt mehr selber gestalten und kreieren, weil in dem Job, den wir machten, waren wir sehr stark darauf angewiesen, was unsere Kunden, unsere Auftraggeber quasi entwickeln möchten. Da gab es sehr wenig Spielraum am Ende des Tages. Und das war bei mir intern so kleiner Trigger. Hey, ich würde gerne mal andere Dinge ausprobieren. Ja? Ich war aber bei weitem noch nicht bereit, irgendwie den Job aufzugeben oder so, aber dachte mir so, vielleicht so ein kleines Side-Project oder so ein Pet-Project nennt man das, glaube ich, auch. Mhm. Wäre doch schon ziemlich cool. Und da ich Ben immer so, ja, als sehr aktiv gesehen hatte in dieser Entwickler-Community, dachte ich mir so, hey, den kann ich ja mal anschreiben und schauen, was der da dazu sagt. Und zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht erst klar, dass das irgendwie Podcasts werden. Wir hatten uns, glaube ich, ganz am Anfang verschiedene Sachen angeschaut und sogar einen ganz, ganz early Prototype gebaut im Bereich E-Learning. Mhm. Haben diese Idee dann aber sofort auch aufgegeben nach ein paar Wochen, weil wir das Gefühl hatten, dass es schon damals wirklich ziemlich viele Lösungen gab auf dem Markt, die recht vernünftig aussahen. Und wir hatten das Gefühl, naja, in dem Bereich können wir vielleicht jetzt nicht so unbedingt den großen Mehrwert bieten, vor allem nicht als Side-Project. Und über diverse Gespräche dann, wir haben irgendwann festgestellt, dass wir beide damals in 2012, 13 Podcast gehört haben. Ja, das war, ja, wer Podcast heute kennt, damals extrem unüblich. Damals war die Zeit, das waren Zeiten, wo man wirklich Leuten erklären musste, was ist denn eigentlich ein Podcast? Mhm. Und wenn man jetzt heute jemanden sagt, so, ja, weißt du, ich höre einen Podcast, weißt du, was Podcasts sind, dann fühlen sich die Leute fast beleidigt. So, ja, klar weiß ich, was ein Podcast ist. Das war aber 2013 bei weitem nicht selbstverständlich. Und für uns war es dann so eine Connection. Hey, wir hören beide Podcasts, und über diese Connection haben wir uns dann mal ausgetauscht und sehr schnell festgestellt, auch über diverse Recherchen und Gespräche auch mit der Community, dass das Thema Podcast damals ein extrem technisches Thema war, also sehr techniklastig, sehr kompliziert für die Leute, die keine Ahnung von Technik haben, nahezu unmöglich, ja. Also selber so einen Podcast zu veröffentlichen, da gab es einige Lösungen. Hier wieder zurück zur Ur-Community des Podcasts rund um Tim Pritloff. Da gab es diverse Ideen und Ansätze, zum Beispiel so WordPress-Plugins, die dann
Teile von diesem Content Management rund um Podcasts übernommen hatten, aber natürlich auch das sehr, sehr technisch, weil wer kann denn so eine WordPress-Instanz selber betreiben, eine Datenbank, das entsprechende CDN, um die Daten auszuliefern. Also haben wir gemerkt, okay, es ist verdammt schwierig, einen Podcast zu veröffentlichen und wir können das einfacher machen. Ja. Da hatten wir uns auch noch ein bisschen angeschaut, was gibt's da irgendwas in USA. USA gilt halt im Bereich Podcast als ja so ein bisschen der Vorreiter. Man schaut sich immer so an, was die Amis machen. Die sind, ich sag mal so, ungefähr immer 3 Jahre im Voraus, was die Entwicklung des Marktes angeht. Heutzutage hat sich das vielleicht ja leicht verändert, aber damals waren es auf jeden Fall so 3-4 Jahre Vorsprung. Und da gab es einige Lösungen, aber auch die waren aus unserer Sicht wirklich sehr rudimentär. Und das war dann so der Punkt, hey, vielleicht wollen wir so ein Tool bauen, was es ermöglicht, Podcasts zu hosten, zu veröffentlichen und so weiter. Und das war so der Start dieser Idee. Und um einmal für die Leute, die sich vielleicht mit den Technicalities rund um das Thema Podcasting nicht so gut auskennen, um zu verstehen, was so ein Hoster eigentlich ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist Podcasting ein dezentrales Medium. Das heißt, es gibt nicht so wie zum Beispiel bei YouTube, ne, die eine Plattform, wo alles hochgeladen wird und alles distribuiert. Es gibt die eine App, kann man vielleicht auf dem mobilen Gerät anschauen oder im Browser und das war's. Podcast ist halt so, man kann sich tendenziell die Plattform aussuchen, wo man Podcasts anhören möchte. Es gibt aber auch sogenannte Podcatcher. Das sind so Apps, die sich an den RSS-Feeds bedienen. Ja, und RSS-Feeds ist halt so dieser Distributionsmechanismus für Podcast. Der ist so ein offener Standard, den kann jeder nutzen. Und somit ist so ein buntes Ökosystem entstanden rund um dieses Thema. Das kennt man auch aus Blogs. Damals hat man das viel in Blogs benutzt. Heutzutage sind, glaube ich, RSS-Feeds so richtig stark nur noch im Bereich Podcast. Und das Problem ist natürlich, dadurch, dass man so viele mögliche Plattformen hat, wäre es ja sehr aufwendig, wenn man dieselben Inhalte jedes Mal auf allen möglichen Plattformen dieser Welt veröffentlichen müsste. Es wäre einfach erstens sehr, sehr aufwendig. Und zweitens gibt es noch die zusätzliche Schwierigkeit, dass diese Plattformen und diese Apps eigentlich die Files nicht selber hosten. Diese Files werden immer von irgendwo anders gestreamt. Das heißt, man ist wieder zurück an diesem Punkt, an diesem Problem. Diese Files, diese Podcasts müssen von irgendwem ausgeliefert werden. Und dieses Problem löst halt der Podcast-Hoster. Ja, so Podcast-Hoster ist so ein Begriff in der Podcast-Welt. Das ist eine Art CMS, würde ich sagen, für Audio, für Podcasts, gepaart mit Infrastruktur für die Auslieferung. Ja. Und dann obendrauf noch setzt man natürlich die ganzen Analytics, Statistiken drauf, weil man, ja, wenn man schon einen Podcast veröffentlicht hat, dann möchte man ja gerne wissen, hört da jemand zu? Welche Folgen sind besonders erfolgreich? Welchen Content sollte ich vielleicht öfter machen und so weiter? Und das ist im Kern ein Podcast-Hoster und das sind wir auch im Kern als Podigy. Und das habt ihr dann 2013 als Side-Project angefangen und dann ging es so schnell los, dass ihr das relativ schnell in Vollzeit gemacht habt? Eigentlich ging es, nein, das dauerte extrem lange. Also ja, wir haben das, wie ich schon gesagt habe, als Side-Project am Anfang gestartet, 2013. Es hat ein paar Monate gedauert, bis wir die erste Beta-Version hatten. Allerdings muss ich zu dem Thema Side-Project was sagen. Wir haben es zwar immer als, oder am Anfang als Side-Project immer angesehen, aber wir haben die komplette Lösung schon eher wie ein Business aufgebaut. Das heißt, von Anfang an war es für uns klar, wir möchten irgendwann zahlende Kunden haben. Ja, in der Beta-Phase machen wir das kostenlos, wir möchten, dass Leute das testen und so weiter, aber irgendwann ist es an der Zeit, dass Leute dafür bezahlen. Und das war uns beiden quasi von Anfang an schon sehr klar und das haben wir dann auch später so umgesetzt. Ja, am Anfang hatten wir ein viel günstigeres Angebot als heutzutage, auch so ein Learning und natürlich über die Jahre haben wir viele neue Features entwickelt, aber ganz am Anfang waren es tatsächlich, hatten wir zumindest diesen Ansatz, dass wir, obwohl wir es als Side-Project sehen, dennoch alles so machen, wie das die Profis machen würden, die es Vollzeit machen würden. Ja. Und es hat in Summe mindestens 4, 5 Jahre gedauert. Also erst nach 5 Jahren waren wir an dem Punkt, wo wir beide eigentlich den Vollzeitjob aufgeben konnten
um uns dem Projekt Podigy zu widmen. Okay, wow. Dann ja. Habt ihr, das war 2017, habe ich gesehen, glaube ich, auf Nord im Bundesanzeiger, dass ihr eine UG gegründet habt. Mhm. So habt ihr dann angefangen, dann mit der, wahrscheinlich seid ihr da dann auch rein, habt ihr dann am Anfang ja irgendwelche Gründerbonus oder irgendwelche anderen Startup-Förderungen dann bekommen in Berlin? Also man kann sich Ben und mich vorstellen als die typischen zwei Tech-Dudes, die keine Ahnung von sonst was hatten. Und wir sind in viele Sachen wirklich reingerutscht, muss ich sagen. Und zum Glück hatten wir, ja, wir sagen, ja, wir hatten die Ambition, Dinge zu lernen, die wir nicht konnten, die wir nicht wussten. Aber es war wirklich nicht so geplant, dass wir irgendwelche Boni oder so bekommen oder uns um irgendwas bewerben. Wir haben uns wirklich die ersten Jahre extrem darauf fokussiert, das Produkt richtig zu bauen. Ja. Und unsere Perspektive war eigentlich immer so, ja, bevor wir uns mit, keine Ahnung, ja, mit so einem Boni, mit irgendwelcher Finanzierung beschäftigen oder andere Sachen machen, lass uns erstmal das Produkt bauen, lass das Produkt für sich selbst sprechen und dann kam erst alles andere, ja, dann kam erst der Aufbau. Deswegen auch hatten wir die ersten Jahre das als GbR am Start, also auch da nicht besonders professionell, vor allem für so ein technisches Produkt, was dann auch eine Subscription hat, ja, so gewisse natürlich Haftungsrisiken, die dran hängen und so, aber da dass die ersten Jahre sehr überschaubar war auch, hatten wir jetzt nicht den großen Need, sofort eine GmbH zu gründen zum Beispiel. Deswegen kam dann 2017 irgendwann die UG. Die kam eigentlich auch so ein bisschen aus ein paar praktischen Gründen, weil in der Zwischenzeit war ich 3 Jahre lang in der Schweiz und Ben war ein paar Jahre in New York, in den USA. Und dann haben wir uns entschieden, lass uns schnell noch irgendwie, bevor Ben dann weg ist aus Europa, diese UG gründen, damit wir zumindest irgendwie was Handfestes haben. Und dann kam aber so erst 2018 waren wir an dem Punkt, wo die Finanzen es uns ermöglicht haben, dann davon zu leben. Das heißt, 2017 war es, was noch die Zeit. Eigentlich 2017 könnte ich als den Durchbruch nennen, weil das war auch das Jahr, wo Podcasts in Deutschland groß geworden sind oder Deutschland in Podcasts so ankamen. Da gab es so ein paar große Verlage in Deutschland, die sich entschieden hatten, Podcasts zu starten, haben wirklich sehr viel Budget reingesteckt in ein sehr neues Thema, haben das als ein paar, nicht alle Verlage, aber ein paar hatten das als große Chance gesehen für ihre, ja, für ihr, als Alternative zu ihrem traditionellen Geschäft quasi, das eigentlich rückläufig war und immer noch ist. Und das hat dann den notwendigen Push gegeben, den ganzen Medium. Und so um die 2017, beziehungsweise vielleicht schon Anfang oder Ende 2016, hatten wir ein paar gute Kontakte geknüpft und Menschen kennengelernt, denen wir bis heute sehr dankbar sind dafür, dass sie uns damals auch ihr Vertrauen geschenkt hatten. Es gab 2016 wurde, glaube ich, das erste deutsche Podcast-Label gegründet, 4000 Hertz. Und über 4000 Hertz hatten wir dann auch Maria Lorenz kennengelernt, die so ein bisschen als Queen of Podcasting in Deutschland gilt. Und die beiden Projekte haben uns dann wiederum sehr viele andere Empfehlungen gegeben und haben uns jahrelang auch weiter empfohlen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir auch irgendwann an die großen Verlage kamen und die großen Medienkonzerne auch. Und ja, in 2018 standen wir da mit einem Recurring-Umsatz, der uns das ermöglichte, mehr als sogar 3 Leute zu bezahlen. Wow. Und dann, achso, dann seid ihr direkt ihr 2 raus und dann habt ihr gleich noch einen Mitarbeitenden gehabt, der dann mitgeholfen hat. Genau, also 2018, ich fasse jetzt einfach das Jahr zusammen, ungefähr, Ben ist, glaube ich, Anfang des Jahres, ich dann Mitte des Jahres und Ende des Jahres kam auch der erste Mitarbeiter, den wir für den Bereich Customer Support eingestellt hatten, weil das wirklich der erste Bereich war, wo man merkte, ja, da braucht man ein bisschen mehr Unterstützung, ja, da geht halt sehr viel Zeit drauf. Wahrscheinlich kennst du das aus vielen deiner Interviews, ja, dass das ein Thema ist, was viele Gründer einfach dann sehr, sehr schnell merken. Wir als technische Gründer hatten natürlich den großen Vorteil, wir konnten weiterhin sehr viele Dinge, das meiste selber entwickeln und haben wir auch sehr lange noch gemacht. Aber dieser Bereich Kundensupport, der war uns auch schon immer sehr wichtig.
der ist immer noch wichtig und deswegen war auch der erste Hire dann jemand, mhm. der uns in dem Bereich unterstützt hat. Gab es jetzt noch andere, also jetzt seid ihr ja dann, wenn sich so will, 2018 zu zweit, zu dritt gestartet, heute seid ihr 20. Gab es noch irgendwelche anderen nennenswerten Highlights auf der Strecke? War dann Corona-Boom oder ich glaube OMR und Podstars ist auch Kunde bei euch. Die haben, glaube ich, auch ganz viel größere Podcasts im Portfolio oder zumindest helfen sie denen, weiß ich jetzt nicht, hier, keine Ahnung, Tim Melzer, Paul Ripke und so dieses ganze Zeug. Mhm. Ist das, sind coole Podcasts natürlich, das ist nicht despektierlich gemeint mit Zeug, aber oder gab es da irgendwelche anderen Dinge, die euch dann da geholfen haben im Wachstum? Ja, also auf jeden Fall Corona, wie du schon gesagt hast, war in 2020 ein extremer Boost. Also das waren drei, vier Monate, die alle Statistiken quasi, die wir kannten, so quasi umgeschmissen hatten. Und es war einfach nur ein großer Peak nach oben mit sehr, sehr, sehr vielen neuen Podcasts, mit auch sehr, sehr vielen neuen Kunden. Die schon Kunden waren, hatten wirklich viel, viel mehr Podcasts produziert. In kürzester Zeit einfach, das war so Lockdown, was mache ich nun? Oh, Podcast. Und viele, die das Thema Podcast, weil das war da auch so die Zeit, wo, ja, so zwischen 2017, dann 18, sage ich mal so, und 19, das waren so die Jahre, wo die Vorreiter sich mit dem Thema befasst hatten und viele, 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 vor allem in dieser Medienbranche, sich das noch so angeschaut hatten. So wie, hey, wird das was oder wird das nicht? Und dann kam Corona, Lockdown. Und dann waren viele so, ja, was soll ich denn sonst noch machen? Ich sitze jetzt hier zu Hause, kann ich dann gleich einen Podcast starten, ja? Mhm. Weil Podcasts es ermöglichen, dass man einfach von zu Hause aus sehr, sehr komfortabel aufnehmen kann. Man kann quasi professionelle Produktionen nahezu, ja, aus dem eigenen Zimmer, aus der eigenen Stube quasi aufnehmen, weil man sich ja remote dazuschalten kann, so wie wir ja das jetzt auch machen. Ja. Das geht ja. Und das war deswegen auch so, da sind viele Dinge zusammengekommen. Die ehemalige Bundeskanzlerin hat dann auch geholfen mit dieser einen Ansprache. Das war die erste, glaube ich, in einer Dekade oder so oder noch länger. Und da hat sie den Begriff Podcast gedroppt. Und das war so ein Jackpot für uns. Also wirklich, da ging es richtig, richtig durch die Decke. Natürlich auch der Drosten-Podcast. Lebt er auch über euch? Der war nicht bei uns. Okay. Ja, aber das hatten wir dann nicht nötig am Ende des Tages, weil dieser Podcast hatte so einen Strahleffekt auf viele andere, weil die Öffentlich-Rechtlichen, die sind da immer so ein bisschen eigen, auch was diese Tools und Distribution angeht. Und die waren, mittlerweile sind ein paar bei uns, damals waren sie noch nicht bei uns und die hatten dann halt ihre eigene Lösung dafür gebaut, aber dieser Strahleffekt, diese Welle, die dann diese Podcast-Welle dann, die kam, die war echt gewaltig und für uns gleichzeitig natürlich auch dann diese turbulenten Zeiten auch so ein bisschen gestartet, weil wir sind in der Zeit stark gewachsen, hatten große Ambitionen, waren dann aber so, ja, so wie die meisten anderen auch, sehr viel remote. Wir waren eigentlich schon immer eine Remote Company. Wir waren aber auch gerne im Office. Zu Corona-Zeiten mussten wir dann halt komplett von zu Hause aus arbeiten. Und was wir vielleicht unterschätzt hatten, ist, dass man nicht so einfach eine Firmenkultur aufbaut in so einem fully remote Setup. Und das kam bei uns auch fast zu spät so als Learning an, weil, also als Beispiel, wir hatten Kollegen, die fast ein Jahr lang bei uns gearbeitet hatten und dann, als es im Sommer dann wieder möglich war, sich zu treffen und so, haben wir dann ein gemeinsames Abendessen organisiert. Dann haben sich viele Kollegen zum ersten Mal nach einem Jahr in Person gesehen. Und das hat der Firmenkultur nicht gut getan. Es war schwierig, die Leute zu integrieren. Viele, ich sag mal so, der Werte, die wir damals versucht hatten zu etablieren, konnten wir dann nicht mehr so durchsetzen. Wir hatten vielleicht auch nicht die Erfahrungen, die Tools, die Expertise und haben dann ein bisschen länger gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo wir, also zum Beispiel heute würde ich mal sagen, haben wir irgendwie so einen Weg gefunden, wie ein hybrides Setup funktionieren kann für uns. Wir haben aktuell ein paar Leute, also die meisten Leute in Berlin, aber auch einige fully remote Kollegen, die hin und wieder mal nach Berlin kommen. Und jetzt haben wir, glaube ich, so die Formel gefunden, wie es gut funktionieren kann.
Aber das war zu Corona-Zeiten einfach alles too much, zu schnell, zu viel. Und dann kam, ja, so gegen, sag ich mal, ab Mitte bis Ende der Pandemiezeit, dann wieder dieser Abschwung. Ja, so wie es halt hochging, fing es dann wieder an, weniger zu werden. Plötzlich hatten viele Leute, viele Kunden von uns einfach gemerkt, boah, jetzt muss ich dem wieder eine neue Folge veröffentlichen. Ist Arbeit, ja. Es ist halt Arbeit. Ja, es ist nicht zu unterschätzen, dass Konsistenz wahrscheinlich eine der schwierigsten Qualitäten überhaupt ist, ja. Also wirklich dran zu bleiben. Und vor allem, wenn man so einen Podcast einfach gestartet hat, weil es gerade der Hype war und der Trend und viele haben es gemacht und man saß eh zu Hause. Ja, und sobald es dann wieder möglich war, rauszugehen und es wurde dann schön warm, haben wir dann wieder so richtig, ja, so einen Absturz bei den Zahlen gesehen. Und ja, und dann war es wieder so, da hatten wir tatsächlich schon sehr viele Sachen hochskaliert, ja, also übersetzt. Personal. auch im Bereich halt Technologieinfrastruktur. Man hat sich vielleicht ein paar Tools eingekauft, weil man die Ambition hatte, naja, als nächstes können wir auch so ein bisschen internationaler agieren. Ja, so ein paar größere CRM, CMS-Lösungen, die man so kennt, irgendwelche Zahlungsprovider ausgetauscht, um etwas Professionelleres uns einzukaufen. Ja, und dann kam dieser Abschwung. Wir hatten ein paar Leute zu viel. Wir hatten, ja, ein paar Neukunden zu wenig, so 2021, 2022. Und ja, da mussten wir halt wahrscheinlich so die dunkelsten Zeiten bei der Company erleben. Wir mussten uns wirklich von ein paar vielen Kollegen trennen. Ich glaube, das waren so 30% von allen. Wir waren zu Peak-Zeiten, glaube ich, bei 40. Okay. Dann müssten wir wieder, ja, ein bisschen abbauen. Wir mussten auch ein paar Dinge umstellen. Und das war schon ein harter Schlag, auf jeden Fall. Da sind auch sehr, sehr viele Learnings wirklich entstanden. Ich hatte mal so einen Mentor, der mal meinte so, ja, jeder kann so Kapitän sein, ne, bei schönem Wetter und so. Mhm. Aber wenn es dann stürmisch wird, dann lernt man erst so wirklich. Und das war auch bei uns wirklich so, dass man auch gelernt hat, so, okay, was möchte man auf gar keinen Fall? Die Geschichte ist auch sehr lang eigentlich, alles so, das ist so richtig zu erzählen, aber es hängt auch wirklich zusammen mit dem Thema Bootstrap versus VC, wenn ich da schon so ein bisschen in diese Ecke reingrätschen darf. Klar. Weil auch um die Zeit, ja, gepaart mit diesen Ambitionen, hey, es läuft ja super und wir wachsen, haben wir uns überlegt, hey, wäre es ja nicht super jetzt dann nochmal ordentlich Geld einzusammeln und dann, weißt du, so geht's so richtig raketenmäßig los und the sky is the limit. Und dann hat man sich mit Leuten unterhalten, die ja in diesem VC-Bereich tätig waren und die sind natürlich auch sehr gut darin, auch einen noch ein bisschen zu hypen und sagen, ja, klar. Und das haben wir eine Zeit lang geglaubt und das war wahrscheinlich auch eher mein Fehler als Benz. Er war immer so ein bisschen mehr zurückhaltender. Ich wollte da ein bisschen mehr pushen. Und ja, und wir hatten eigentlich auch sehr viele Investitionen getätigt, weil wir so uns vorbereiten wollten auf eine mögliche VC-Runde, die dann aber zum Glück, also Glück im Unglück, nie stattgefunden hat. Und auch da haben wir dann wieder sehr, sehr vieles gelernt einfach, als wir in dieser Phase waren, dann, hey, wir müssen jetzt einmal wieder ein paar Sachen rückgängig machen und müssen leider wieder schlanker werden, müssen Kosten sparen und müssen schauen, dass wir wieder profitabel werden. Da haben wir dann aber auch festgestellt, wie weit uns das Thema VC eigentlich liegt und dass wir tatsächlich eigentlich keine Lust drauf hatten und es auch nicht notwendig hatten. Das war ja auch das Absurde dran, dass wir eine Zeit lang so das Gefühl hatten, ja, mit so einem VC können wir dann noch mehr und schneller und was weiß ich, wahrscheinlich stimmt das auch, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir ja schon locker 5.000 Kunden. Ja, die VCs stehen ja eigentlich auf so einem MRR, also Recurring Revenue Modelle, ob es monatlich oder jährlich ist. Von daher hätte ich jetzt schon gedacht, dass da mehrere Schlange stehen bei sowas. Ja, wir hatten auch tatsächlich, also wir sind nie rausgegangen an die Investoren. Also das muss ich dazu sagen. Ja, wir haben uns vorbereitet. Da hatten wir auch, würde ich mal sagen, ein bisschen Pech gehabt mit einem M&A-Berater, sage ich mal so, der jetzt nicht so den besten Job gemacht hat und das Ganze eher ausgebremst hat. Und das war so ein bisschen unser Glück im Unglück, dass wir da nie dazu gekommen sind, eigentlich mit Investoren zu sprechen. Das heißt, wir hatten dann auch nie so diese
Situation, wo vielleicht, wenn wir es gemacht hätten, hätten wir uns dann für irgendwie so ein VC entschieden und dann, ja, wäre ich jetzt wahrscheinlich kein Gast bei deinem Podcast mehr gewesen. Was ich jetzt aber rückblickend natürlich, ja, völlig anders einschätze und merke tatsächlich, dass, ja, das war damals schon keine gute Idee. Ich sage jetzt auch nicht pauschal, dass es für kein Unternehmen eine gute Idee ist. Ich glaube aber, tatsächlich wird zu selten drüber gesprochen, wie viel man eigentlich ohne VC machen kann, wie weit man eigentlich kommen kann. Und ja, es ist vielleicht nicht so glamourös und so shiny, so dieser ganze Glanz, der da so entsteht rund um diese ganzen VC-Investments und so. Klar, das ist aber auch ein Hype, der aufgebaut wird, um diesen Startups überhaupt eine Chance zu geben, erfolgreich genug zu sein. Und wir hatten uns auch irgendwann mal so eine kleine Rechnung aufgemacht, wie viel Umsatz, wie viel Valuation müssten wir ja erwirtschaften und schaffen, damit sich dieser VC-Deal überhaupt lohnt, also für Investoren sowieso, aber auch für uns, versus wir laufen jetzt weiter in diesem Bootstrap-Modus, wo wir bis heute, Ben und ich, 50-50 Gesellschafter sind, ja, mit 50% der Anteile respektive. Und das ist gigantisch. Also man muss mindestens das Zehnfache, wenn nicht sogar noch mehr, an ja, Unternehmensbewertung schaffen, um als Gründer ungefähr aufs Gleiche rauszukommen, finanziell. Ja, wenn man jetzt eine ja, gewisse Ambition hat, weil man wirklich das, ja, irgendeine Branche disrupten möchte, wenn das so der Traum ist, dann okay, dann ist Bootstrap ja auch nichts. Aber wer ein ja, nachhaltiges, solides Business aufbauen will, das trotzdem viel Spaß machen kann, was trotzdem einen sehr extrem challenged, dann, ja, dann würde ich sagen, ist Bootstrap einfach auch ein sehr, sehr valider Weg. Und ich glaube, vor allem im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, wird über so Bootstrap-Business halt wirklich viel, viel zu selten gesprochen. Dabei gibt es ganz viele. Wenn man sich mal anschaut, wo Deutschland herkommt, ne, im Mittelstand ist es komplett normal, auch so, was weiß ich, eine Bankfinanzierung zu machen. Na, ich war hier früher mal bei einem ja, größeren Schraubenhändler tätig und zwar jetzt nicht der Große, sondern jemand anderes, aber da war ich auch kurz mal dabei, als der, ja, als der Verantwortliche bei der Bank angerufen hat und hat mal geschwind einen 7-stelligen Kredit per Telefon geklärt hat, weil er den Ticker verfolgt hat und geschaut hat, ey, wie sind die Preise, ne? Und es ist völlig normal, sowas da zu machen. Und ja, das finde ich auch, das ist halt, es ist ja völlig normal einfach. Und ja, von daher, ja, sind wir schon mittendrin im Bootstrapping, aber ich habe ja auch noch so viele Fragen, Mensch. Für die Leute, die es nicht wissen, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, es gibt ja keinen Free-Account, es gibt drei verschiedene Account-Typen, die verschiedene Funktionen haben. Ich glaube, ich bin auf dem mittleren Account, auf dem Advanced. Wie verteilen sich da so die Umsätze bei euch? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Es sind ganz viele in dem kleinen, mittleren, großen. Ja, das hat sich natürlich über die Jahre auch entwickelt. Und aktuell haben wir zwei große Kategorien, sag ich mal, von Kunden erstmal. Das sind die Kunden, die wir intern zumindest so ein bisschen Self-Service-Kunden nennen. Das sind alle Kunden von klein bis groß, die sich aber den Account per Self-Service ne, klicken und kaufen, Kreditkarte, Überweisung, SEPA, was weiß ich, nutzen und können sofort loslegen. Und dann gibt es halt die sehr, sehr kleine, spitze Gruppe von diesen Medienkonzernen, von diesen Verlegern, die ich vorhin genannt habe. Das sind halt so die Enterprises der Podcast-Welt. Das sind die halt wirklich zum Teil hunderte von Podcast-Formaten, nicht Podcast-Episoden, ne? Also teilweise verwalten die mehrere Tausende von Episoden, also extrem viel Content, ja, weil das halt entweder das gesamte Geschäft von denen ist oder ein wichtiger Bestandteil und die machen das halt professionell und das sind halt so die zwei großen Segmente, die wir so haben. Die einen kann man sich so ein bisschen also die Enterprise-Sparte ist natürlich mehr Sales-driven, findet halt über personalisierte Angebote statt und ja, wie man das halt so vom Sales-Cycle kennt, dauert alles sehr lange und man verhandelt sehr viel. Die bezahlen natürlich aber dann logischerweise ja, signifikant mehr als die anderen. Und ja, und im Bereich Self-Service gibt es aktuell bei uns drei Stufen, die kleine, die mittlere und die große.
Und so kann man sich das auch vorstellen. Wer sich erst überlegt, ja, wird das was mit meinem Podcast und hat jetzt vielleicht nicht das Budget parat und kann auch auf gewisse Sachen verzichten. Das machen wir so. Es gibt eine Differenzierung aktuell vor allem auf Ebene von einigen Features. Ja, also mit dem kleinsten Paket, mit dem Basic-Paket kostet aktuell Pi mal Daumen 19 Euro im Monat. Man kriegt es ein bisschen günstiger, wenn man halt das Jahresabo nimmt. Dann gibt es halt die von dir erwähnte mittlere Stufe, heißt Advanced. Da bekommt man schon ein paar mehr Goodies. Vor allem im Bereich Statistiken und Analytics gibt es einiges mehr an Features. Auch die eine oder andere Plattform mehr, Beispiel YouTube, ist erst möglich ab der mittleren Stufe. Und dann gibt es die größte Stufe im Bereich Self-Service, heißt Business Pro. Und das ist so die Stufe, die man nimmt, wenn man entweder großes Unternehmen ist, was halt recht komplexere Anforderungen hat, oder man möchte gewisse Features nutzen, die es halt nur in dieser Paketstufe gibt. Und da sind wir dann bei circa 99 Euro im Monat, beziehungsweise 990 im Jahr. Das war mir jetzt gar nicht so klar, auch mit den Enterprise-Kunden, die du angesprochen hast. Ist da dann der Login auch hoch für die? Also wenn die so viele Podcasts haben mit so vielen Folgen, ziehen die denn überhaupt um auf eine andere Plattform? Das kommt selten vor, aber ehrlicherweise kommt es grundsätzlich generell sehr selten vor. Das ist eine Beobachtung, die wir gemacht haben, dass damals hatten wir ja immer versucht, nicht nur neue Kunden zu akquirieren, also neue Podcast, also Leute, die den ersten Podcast überhaupt erst starten. Wir hatten auch einen sehr starken Fokus darauf, ja, Konkurrenz, und wir müssen schauen, wie kriegen wir Leute von dem und so. Also wir haben nichts gemacht, was ethisch, moralisch nicht okay gewesen wäre, aber natürlich schaut man sich immer so Konkurrenz an und versucht, die Angebote zu vergleichen, was kann man denn machen. Und irgendwann haben wir uns dann die Statistiken angeschaut, dass es gar keine signifikante Fluktuation gibt zwischen Hostern. Weil der Hosterwechsel, der ist theoretisch ja möglich, der ist auch praktisch möglich, der ist aber gebunden an so ein Risiko einfach. Das Risiko, auch wenn fast jeder Hoster das als so, ja, ist ja easy, machen wir für dich, aber das Risiko ist ja da, ja, weil wenn man man geht kein Risiko an, wenn man nichts macht, also das heißt, man bleibt bei dem Hoster und das war's. Es gibt ein gewisses Risiko beim Umzug und das steckt sehr tief in den Köpfen drin, und Leute, die halt ein Publikum haben, die ja natürlich über vielleicht mehrere Jahre Content veröffentlicht haben, ihre Community aufgebaut und so weiter, die möchten es ungern riskieren, diese Community zu verlieren, diese Follower, ja. Und deswegen kommt es eher selten vor, dass es da Fluktuationen gibt. Ja, im Bereich Enterprise ist es immer so ein bisschen, also wir greifen dort deutlich tiefer rein in deren Systeme, sag ich mal. Ja, die integrieren sich so ein bisschen auch und lassen, also entweder wir integrieren sie in Podigy oder wir werden integriert. Es gibt ein paar größere Kunden, die Podigy nicht mal nutzen, so wie der normale User, das heißt über das Interface, sondern die nutzen nur die API, um Content automatisiert hochzuladen und zu veröffentlichen. Das heißt, bei denen in Hause hat vielleicht eine Person den Account, mit dem man sich einloggen kann, und alles andere wird halt automatisiert gemacht. Und die sind dann halt schon so in so einem halben Vendor-Login. Ja. Und welche Rolle spielt jetzt noch Werbung bei euch? Es gibt ja auch ein Ad-Server-Modul, das ich dann je nach Account-Typ dazu bekomme und dann Anzahl Auslieferungen bezahle. Gibt es viele Podcasts, die das nutzen auch? Spielt das eine große Rolle? Seit letztem Jahr spielt es eine große Rolle bei uns, ja. Also in den letzten Jahren ist das Thema Werbung in Podcasts sowieso Schritt für Schritt größer geworden, und es ist Stand heute einfach neben dem Hosting und den Analytics eine Key-Komponente, sage ich mal so, eine extrem wichtige Komponente, die man heutzutage braucht, um in dem Business relevant zu bleiben, so aus Business-Sicht. Ja, Podcaster sind sehr stark daran interessiert, zu vermarkten. Natürlich nicht jeder will das, nicht jeder kann das, aber sehr, sehr viele Podcaster, es gibt immer mehr Podcaster, die heutzutage auch teilweise davon leben oder Vollzeit einfach über Werbung sich finanzieren. Es ist zunehmend zu einem
ja, zu einem Karrierepfad geworden, dass man einfach nur Podcaster ist. Das, es gibt halt ein paar, die sind sehr, sehr groß geworden und über Vermarktung. Und da müssen, oder da sehen wir uns ja auch in der Pflicht, Lösung zu bieten. Und da bin ich auch immer sehr, sehr stolz drauf, dass wir weiterhin dem ursprünglichen Spirit treu bleiben, dass wir eigentlich ein technischer Dienstleister sind. Um das Ganze im Kontext zu setzen, es gibt einige Konkurrenten auf dem Markt, die eigentlich nicht als Podcast-Hoster entstanden sind, sondern eher als Ad-Broker, also der Middleman in der Vermarktung von Werbung. Ja, die haben einfach die Podcast-Branche für sich entdeckt und haben gesagt, ja, hier können wir Geschäft machen, indem wir Werbetreibende und Content Creator zusammenbringen. Und dann haben sie die ganze Technik um dieses Thema herum gebaut. Aber deren Geschäftsmodell ist grundlegend anders als das unsere. Die sind zum Beispiel nicht Recurring Revenue, wo man für die Nutzung der Plattform bezahlt. Und wenn man bezahlt, dann nur ein Bruchteil. Diese Unternehmen leben eigentlich von dem Ad-Share, also von dem Share, den sie bekommen für die Vermarktung. Für die Übermittlung. Für die Übermittlung, genau. Also deswegen bekommen sie immer einen Anteil von dem Werbekuchen und damit verdienen sie eigentlich ihr Geld. Versus wir bei Podigy sehen uns weiterhin als der technische Dienstleister und obwohl wir heutzutage auch die Werbevermarktung unterstützen, machen wir das weiterhin auf der technischen Ebene. Das heißt, wir haben einen eigenen Ad-Server gebaut, den Podigy-Kunden auch nutzen können, um ihre eigene Werbung auszuspielen zum Beispiel. Das heißt, wenn du, lieber Andreas, vielleicht mal einen Sponsor hättest in deinem Podcast, dann könntest du so ein Impressions-Paket kaufen und könntest deine eigene Werbung, also die Werbung von deinen Werbepartnern quasi direkt ausspielen über den Podigy-Ad-Server. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das wird zum Beispiel von den großen Medien Unternehmen benutzt, die nutzen dann auch andere Ad-Server, ein bisschen komplexere Enterprise-Lösungen. Da haben wir zum Beispiel eine Schnittstelle für gebaut, sodass wir uns da andocken und denen das ermöglichen. Und quasi die letzte Neuentwicklung ist eine Partnerschaft, die wir aktuell haben mit 7.1 Audio, das ist die Podcast-Tochter von Pro7Sat1. Mit 7.1 haben wir einen Werbemarktplatz für Podcasts geschaffen, wo wir dann halt Podigy bringt den Inhalt, also die Podcasts, und 7.1 bringt die Werbetreibenden. Und so führen wir beide Seiten zusammen, so wie das die anderen auch machen. Nur, dass wir das versuchen, auf eine etwas skalierbare Ebene zu bringen. Als Beispiel, bis wir mit diesem Ad-Marketplace gestartet sind, musste man so als Podcaster ja mindestens 20, wenn nicht sogar 50.000 Downloads haben, um überhaupt für die Werbevermarktung relevant zu sein. Bei uns geht es ab 10.000 aktuell. Und im Monat? Oder wie im viel? Monat. 10.000 Downloads im Monat, genau. Über alle Folgen. Also wenn man jetzt 4 Folgen hat, dann muss man halt irgendwie 2.500 im Schnitt haben. Irgendwie so die Rechnung. Es geht ja um die Ad-Impressions am Ende des Tages. Und unser Wunsch ist, nach und nach diese Barriere noch, diese Hürde noch niedriger zu setzen. Das heißt, irgendwann möchten wir vielleicht auf 5.000 runter oder 2.500, sodass immer mehr Podcasts in Frage kommen bei der Vermarktung. Und das geht halt nur, indem wir sogenannte Cluster bilden, so Gruppen von Podcasts, ne, per Kategorie und Zielgruppen zusammenlegen und sagen, ja, da gibt es halt so ein Bundle, den man buchen kann. Und das geht halt dann auch nur auf einer technischen Lösung. Da arbeiten wir jetzt gerade fleißig dran, dass da immer mehr Skalierbarkeit reinkommt. Und gleichzeitig kämpfen wir gerade mit der schlechten Konjunktur, weil jetzt gerade Werbetreibende eher zurückhaltend sind mit ihren Budgets. Und das heißt, dieses Jahr, also letztes Jahr war auch ein bisschen langsam, dieses Jahr ist immer noch langsam. Aber das hängt ja 1:1 an der Wirtschaftslage so ein bisschen, ja. Also ich habe Podcast-Werbung auch über euch schon ausgespielt für meine eigenen Themen. Dann hat auch wunderbar funktioniert von eurer Seite. Und bin aber natürlich interessiert an so einem Marktplatz. Finde das auch eine coole Idee, weil du hast halt auch nicht immer die Möglichkeit. Also ich habe jetzt auch mit jemandem mal gesprochen, die machen tatsächlich auch Akquise für ihren Podcast mit potenziell, sprechen Leute an, wo sie denken, nee, das würde ja gut passen von den Themen. Bin ich so gar nicht auf die Idee gekommen. Macht aber natürlich total Sinn, weil du
ja, die großen Firmen, die wollen da sich nicht mit beschäftigen, sondern die wollen da auf eine Plattform. Und naja, mit ProSieben ist natürlich da oder ist ein guter Partner auf jeden Fall, den ihr da an Bord habt. Ja, interessant. Ja, du, wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Ich habe aber noch so viele Fragen. Das ist ja alles kein Problem. Wir haben ja jetzt Abend und Zeit. Um so ein bisschen mal zum Technik zu kommen, große Podcasts, die, um es mal so zu erklären, die müssen euch ja im Schnitt schon ein bisschen mehr kosten, wie jetzt so ein kleiner wie bei mir, weil zum Beispiel die Folge wird dann, je nachdem, wie lang sie dann am Ende wird, hat die 100 Megabyte, 150 Megabyte und die muss dann an 500 Leute ausgeliefert werden. Das macht ja dann ihr und nicht Spotify oder Apple Podcasts so. Die sind ja nur das Inhaltsverzeichnis, wenn man so will. Und die Traffic-Kosten habt ihr. Muss ich ab einer bestimmten Größe dann auch für meine Hörerin bezahlen bei euch, wenn ich eine besonders hohe Anzahl Views habe? Du hast vorhin mal von Podcasts gesprochen, die 1 Million im Monat haben. Da kommt schon was zusammen. Ja, auch da triffst du gerade auf ein Learning, was wir in den letzten Jahren so ein bisschen dazugelernt haben. Unsere Preisstrukturen waren eigentlich bis vor 2 Jahren nie so darauf ausgelegt, diese massiven Downloadzahlen zu berücksichtigen. Und ehrlicherweise haben wir auch von Anfang an ein ziemlich schlaues Setup aufgesetzt. Auch hier das Thema Bootstrap und Side Project. Wir hatten halt nicht die finanziellen Ressourcen, um einfach Geld auf das Problem zu werfen, sondern mussten uns ein relativ smartes System überlegen, wie können wir große Datenmengen ausliefern, so dass es halt bezahlbar bleibt. Und da hatten wir schon von Anfang an, da muss ich auch zu sagen, hatte Ben echt einen fantastischen Job geleistet, der sich so ein Caching-System überlegt hat, was wir quasi vor die eigentliche AWS-Infrastruktur gestellt haben. Heute haben wir ein bisschen mehr Hetzner, aber im Grunde genommen funktioniert es weiter gleich. Wir haben da so Multiple Cache-Layer quasi. Und je näher man am Hörer ist, sage ich mal, umso kleiner sind die Maschinen. Das sind so typische Cloud-Kisten, die ein bisschen was cachen. Dazwischen gibt es so ein Middle-Layer, das sind ein bisschen größere Cloud-Kisten. Und dann gibt es im richtigen fetten Backend dann gibt es so klassische Bare-Metal-Maschinen, die man halt noch sehr klassisch provisioniert und so. Und das System in Summe ermöglicht es uns wirklich sehr, sehr kosteneffektiv Audio auszuliefern. Ja, Audio und ein paar andere Assets auch. Wir cachen auch zum Beispiel die Textdateien der RSS-Feeds sehr massiv. Das ist auch sehr viel und viele Updates vor allem. Und es gibt auch einige Bilder. Ja, also es ist eigentlich Multimedia, würde ich mal sagen. Und ja, aber trotz all dieser Optimierung, wenn ein Podcast so 1 Million Downloads hat oder 5, ja, oder ein Account, der über 10 Millionen hat, dann ist jede Optimierung okay, aber das irgendwann sind es halt so große Kosten, dass das normale Abo, was wir so kennen, halt nicht mehr reicht. Deswegen haben wir auch seit einiger Zeit ein paar größere Kunden, ja, dazu eingeladen, mal sich an den Tisch mit uns zu setzen und über Traffic-Kosten zu sprechen. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, ein sehr schwieriges Thema, weil bei vielen Kunden heißt es, wenn wir so einfach das, was wir uns ausgerechnet haben, was so Traffic kosten müsste, ja, in so ja, Millionenpaketen halt. Wenn man das einmal daneben legt, neben dem, was sie jetzt bezahlen, dann sind es manchmal so 5 oder 6x-artige Sprünge und das bezahlt keiner. Also so, selbst wenn die das halt so rational für sich einsehen, ja, okay, wir haben jetzt zu wenig bezahlt, das müsste eigentlich so viel mehr, aber das kriegen sie einfach durch keine interne Prüfung, kein CFO, sag ich mal so, schaut sich das an und sagt so, jawohl, machen wir jetzt. Ja, sondern da wird immer stark verhandelt, da wird geschaut, okay, nee, eigentlich ist jetzt auch die Konjunktur relativ schwach, das heißt, viele nutzen die Gelegenheit, um eher ja, Kosten zu optimieren. Das heißt, gerade schwieriges Thema, weil wir keinen sauberen Weg aus dieser historischen Legacy jetzt haben und ja, das sind halt sehr langsame und schleppende Gespräche gerade. Ich sag's mal so, wenn ich jetzt was Neues gründen müsste und in einem ähnlichen Bereich, dann würde ich Traffic auf jeden Fall berücksichtigen. Ich schreibe auch so ein Newsletter zu Cloud und Open Source, der ist alles nur geklaut. Und vor 2, 3 Ausgaben hatte ich verlinke das dann auch, weil bis zum Release ist schon länger her,
da ist so ein Vergleich drin von Cloud-Traffic-Kosten und das ist schon abgefahren. Ne? Das geht von 0, irgendwas Dollar, teilweise umsonst mit Sternchen bei solchen Anbietern wie Cloudflare, also unter einem Dollar pro Terabyte. Mhm. Dann hast du Hetzner, wo du dann, je nachdem, was du für Maschinen hast, ist ein Stück umsonst dabei. Dann geht's los für einen Euro pro Terabyte und dann kommen die Hyperscaler, da bist du so bei 100, 120 Dollar pro Terabyte. Und dann gibt's aber ganz viel, oder was heißt ganz viel? Es gibt noch 3-4 Anbieter, die nenne ich jetzt namentlich nicht, die gehen dann 400-500 Dollar an den Terabyte ran. Und wenn man sich das mal in der Masse überlegt, was ihr da ausliefert, dann ist es natürlich schon eine spannende Challenge auf jeden Fall. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, also ich muss auf jeden Fall eine Sache loswerden, wenn jemand, der bei Hetzner arbeitet, jetzt gerade zuhört, muss ich sagen, großes Lob. Also Hetzner ist wirklich für uns ein Game Changer. Früher waren wir viel mehr bei AWS und bei Heroku, auch so ein Cloud-Anbieter, der eigentlich auch auf AWS basiert. Und seitdem wir bei Hetzner sind, sind wir in der Lage, echt viele Sachen kosteneffizienter zu gestalten und es funktioniert wirklich gut. Also wir sind bin auch ein großer Fan auf jeden Fall, aber da können wir vielleicht auch eine Connection herstellen, da habe ich schon eine Idee. Ja. Was habt ihr so sonst für Tech-Stack am Start, mit was entwickelt ihr? Ihr sucht ja auch Leute, deswegen ist das vielleicht kurz der kleine Pitch. Ja, wir suchen immer Leute, wie man das halt so kennt. Ja. Gute Leute, da hat man immer ein Ohr offen. Also wir suchen jetzt nicht akut Entwickler, aber wie gesagt, wenn uns ein guter Entwickler über den Weg läuft, der die richtigen Skills und Erfahrungen mitbringt, dann sind wir Feuer und Flamme und tun uns jedes Gespräch an, sage ich mal so. Wir sind, sowohl Ben als auch ich, beide eigentlich Ruby und Rails Entwickler. Ruby die Programmiersprache, Rails Framework, Webentwicklung, das ist unsere Nische und unsere Stärke. Und eigentlich seit Anfang an ist Podigy eine Ruby on Rails App, die ja über die Jahre sind halt so ein paar dieser neuen hippen JS-Frameworks dazugekommen. Also JavaScript spielt natürlich zunehmend eine wichtige Rolle. Und somit ist unser Stack eigentlich hauptsächlich auf Ruby on Rails aufgebaut. Wobei die Infrastruktur wiederum hauptsächlich auf heutzutage auf einem Mix basiert aus sehr viel Nginx, Voodoo Magic und Go. Go wurde vor einiger Zeit bei uns eingeführt an den performance-kritischen Stellen einfach, ja, für die Auslieferung. Aber alles, was man als Nutzer klicken kann bei Podigy, das ist Ruby on Rails und ein bisschen JavaScript obendrauf und die Infrastruktur ist dann bisschen Nginx, bisschen Go, bisschen Provisionierung und so weiter. Ich verlinke auf jeden Fall auch eure Stellenseite. Da habt ihr auch eine kleine Landingpage, da sind auch ein paar Sachen ausgeschrieben. Da kann man sich ja auch ein bisschen den Tech-Stack nochmal anschauen. Aber vielen Dank für die Insights auf jeden Fall. Du, lass mal ein bisschen so über Marketing und Vertrieb sprechen. Das finde ich so eine interessante Geschichte jetzt, weil du auch vorhin gesagt hast, Enterprise versus normale Kunden. Wo findest du denn Neukunden für Podigy? Das kriegst du da auf Social Media? Machst du selber Podcast-Werbung? Ist natürlich eine Frage, die ich jetzt stellen muss. Wie kommst du da an Neukunden? Ja, man kriegt Kunden überall da, wo es Podcasts gibt. Wir haben tatsächlich ja diese verschiedenen Kundensegmente. Also eins muss man sich ja erstmal vorstellen. Podcasts sind ja, jeder kann ja einen Podcast machen. Ja, und mit jeder meine ich wirklich jeder. Das ist 2024 wirklich jedes Unternehmen, noch so klein, kann und sollte sich vielleicht auch damit auseinandersetzen. Bin ich zumindest fest überzeugt, weil es einfach viele Möglichkeiten gibt, sich als Unternehmen, als Brand, als Projekt, als Produkt, als irgendwas, auch als Privatperson oder als Experte in einer Nische einfach zu zeigen und da ein Following aufzubauen. Und deswegen ist es auch sehr divers bei uns, wirklich. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die für alle greift, ja. Also auch da wieder die große Differenzierung ist, bei den Enterprise-Kunden haben wir halt einen Sales-Prozess, wo ich dazu auch sagen muss, heutzutage, wir machen keinen Cold Outreach. Das ist alles inbound, was wir haben. Wir sind glücklicherweise in einer sehr starken Position im deutschsprachigen Raum, so dass die persönlichen Empfehlungen wirklich auch eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Und das tun sie sowohl in diesem Enterprise-Segment, also eigentlich im Enterprise-Segment würde ich sagen, ausschließlich ist es Word of Mouth, Mund-zu-Mund-Propaganda.
Man muss dazu aber auch sagen, es gibt nicht so viele Player auf dem Markt, die sich in dieser Kategorie bewegen. Ja? Wir sprechen von wirklich großen Medienunternehmen. Die Räuspertaste hat geholfen. Ja, also es gibt nicht so viele in dem, sag ich mal, schon ein bisschen breiteren Spektrum von kleinen bis großen Kunden haben wir dann verschiedene Marketing, vor allem sind wir da mit Marketing aktiv, also skalierbare Maßnahmen. Ich würde sagen, es ist ein Mix. Einerseits versuchen wir uns wirklich an der Community zu beteiligen, sind bei vielen Events auch unterwegs, jetzt wieder, wo man es wieder darf. Das funktioniert wirklich sehr gut, weil man kommt da in viele Gespräche, man wird dann auch über die Community natürlich dann auch sehr oft empfohlen. Wir haben bei Podcasts auch gibt es auch das Thema, es gibt einfach sehr viele Menschen, die Podcasts für andere produzieren. Ja, und sowohl die großen Unternehmen als auch so, auch teilweise Freelancer nutzen irgendwelche Dienste, so Freelancer, die es so gibt, die einfach einen den Podcast schneiden und so. Und das sind dann so die Anlaufstellen, wo man hingeht, wenn man einen Podcast machen möchte, aber sich selber nicht mit dem Schneiden und Bearbeiten und Hochladen des Podcasts und Veröffentlichen beschäftigen möchte. Dann geht man zu so einer Person. Da gibt es auch verschiedene Ausbaustufen von Solo-Freelancer hin zu große Produktionsstudios. Kann man sich aussuchen, wie viel Budget man ausgeben möchte und wie anspruchsvoll man ist. Und das sind unsere Ambassadors. Also wir kennen wirklich sehr viele. Dieses Jahr und letztes Jahr haben wir eigentlich auch ein Affiliate-Programm eingeführt. Da wissen wir noch nicht wirklich, wie gut das funktioniert, weil wir haben das so ein bisschen eingeführt als einerseits Tests, um zu schauen, werden die Leute dann noch häufiger uns empfehlen? Hat das irgendeinen Effekt? Aber vor allem wollten wir das auch messen können. Weil bisher haben wir ja viele Empfehlungen bekommen, die kann man aber ohne irgendeine Art Affiliate-Code, Discount-Code, irgendwas nicht sinnvoll nachvollziehen. Und wir wollten uns erstmal einen Überblick verschaffen. Aber wir wissen, dass es gut funktioniert, weil wir ja in vielen Gesprächen das einfach mitbekommen, dass neue Kunden über die Empfehlung von ihrem Produzenten quasi oder von dem Studio auf uns zugekommen sind. Es gibt viele Agenturen, die machen genau den gleichen Job. Das sind also so kleine Ambassadors dann auch, die mehrere Accounts betreuen und teilweise auch erfolgreiche Podcaster. Das ist auch so eine Werbung. Ich würde fast sagen, das ist fast so Influencer-Marketing. Da haben wir noch keine nennhaften Budgets ausgegeben. Also sowieso geben wir nicht so viel Budget, so Marketing-Budget aus, muss ich dazu sagen. Also wenn wir investieren vor allem in Content. Also wir haben sowohl auf der Webseite als auch so grundsätzlich in der Applikation selbst sehr viele, hoffentlich genügend auch so Know-how, Knowledge-Base-mäßige Artikel, wo man halt selber sehr viele Informationen einfach findet. Und auch im Blog passiert vieles und auch dieses Jahr neue Ideen. Wir möchten uns da auch ein bisschen modernisieren, was den Bereich angeht, weil als wir mit Podigy an den Start gegangen sind, da war die Internetwelt noch sehr stark textlastig. Und man hat damals noch Blogs gelesen und Texte und so. Heutzutage hat man das Gefühl, dass Leute sich doch lieber Videos anschauen. Social Media ist halt sehr stark von bewegtem Bild geprägt heutzutage. Und da möchten wir eine etwas stärkere Präsenz haben, weil wir merken, okay, da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Und genau, das wäre so die Erweiterung quasi von unserem Content-Marketing so ein bisschen. Also kommt dann vielleicht auch doch bald die Podcast-Werbung von Podigy in den Podigy-gehosteten Podcasts. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Auch da sind wir wieder so Bootstrap-Unternehmen. Also Werbung auch in Podcasts, so wie jede eigentlich Werbung auch, so wie Google Ads und so weiter. Man braucht echt viel, viel Budget dafür. Und es funktioniert wirklich nicht für jeden. Und für uns, wir sind da, glaube ich, noch so dann doch ein bisschen zu klein, dass es sich für uns lohnt. Weil ich glaube, Werbung im Podcast muss regelmäßig stattfinden, damit sich diese Message auch einprägt. Weil Podcast ist ja kein Medium, wo man halt irgendwie ein schönes Bild sieht und einen Link und drauf klickt und sagt, jetzt kaufe ich diese Schuhe, die ich nicht brauche. Oder dieses T-Shirt mit irgendeinem komischen Meme.
das gibt es ja im Podcast so nicht, weil es da diesen Medienbruch gibt. Ja, man kann irgendwie in den Shownotes einen Link packen, aber wenn ich jetzt gerade zum Beispiel joggen gehe und mir wird irgendeine Werbung vorgestellt, dann hole ich ja nicht das Handy aus der Tasche und klicke auf den Link und kaufe was, sondern es geht ja viel mehr um dieses Brand-Thema. Man entwickelt eine Brand-Präsenz in den Köpfen. Und irgendwann kommen die Leute auf die Idee, ja, weiß ich nicht, Matratzenwerbung halt, ne? Jetzt brauche ich eine neue Matratze. Ja, dann gehe ich auf diese Matratzenseite, die in jedem zweiten Podcast gefühlt so vorkommt, und kaufe mir diese Matratze, weil dieses Brand so stark irgendwie präsent ist in meinem Kopf. Das benötigt natürlich aber Wiederholung, und man muss ja auch genügend Budget zusammenkriegen, damit sich das wirklich lohnt. Ja, sonst streut man einfach irgendwo und das lohnt sich nicht. Vor allem nicht für uns, wo wir halt sehr überschaubare Marketingbudgets haben. Verstanden. Was ist dann, wo kannst du noch mehr, also zum Thema Werbung noch eine wichtige Frage, glaube ich. Ihr seid ja auch IAB zertifiziert, habe ich jetzt gelernt, dass das eine große Rolle spielt dann auch für die Vermarkter. Ist das was dann in Deutschland oder auf dem deutschen Markt dann einzigartig ist? Sind viele Hoster IAB zertifiziert? Was bedeutet das? Also IAB ist tatsächlich ein internationaler Standard, wobei hauptsächlich aus den USA herausgetrieben. Da hat sich das auch am ehesten etabliert. IAB ist ja auch in anderen Mediengattungen ziemlich bekannt. IAB hat die Organisation dahinter, hat vor einigen Jahren einen Standard erarbeitet für Podcasts, weil früher war es wirklich Kraut und Rüben, alles durcheinander. Jeder Hoster hatte so seine eigenen Zahlen. Es gab einige, die hatten wirklich so das 5- oder 6-fache von dem, was wir zum Beispiel. Und irgendwann war es dann wirklich zu viel Wilder Westen. Und man hat sich dann peu à peu dazu entschieden, in Richtung einen Standard zu gehen. Wir waren sehr lange skeptisch, weil wir als gute Techies haben wir uns mal diesen Standard vor ein paar Jahren angeschaut gehabt und haben so viele Lücken einfach entdeckt in dieser Definition von diesem Standard. Wir haben dann dennoch, weil wir über die Jahre unsere Analytics-Pipeline mindestens 3, wenn nicht sogar 4-mal neu gebaut haben from scratch wegen der Skalierungsthematik, haben wir dann irgendwann diese Gelegenheit genutzt, okay, lass uns mal diese Guidelines von der IAB nehmen, die halt vor allem in der Vermarktung eine sehr wichtige Rolle spielen, um einfach diese Vergleichbarkeit auch zwischen verschiedenen Anbietern zu ermöglichen. Und wir haben quasi diese Statistiken oder diese Regeln der IAB, diesen Standard, bei uns intern eingeführt, ohne aber die Zertifizierung zu machen. Ja. Haben dann aber die Bereiche, diese Grauzonen, die wir da gefunden haben, für uns selbst präzisiert. Das hatten wir auch eine Zeit lang auf unserer Webseite dokumentiert, wie wir es machen, für volle Transparenz, und sind damit ein paar Jahre lang sehr gut gefahren. Aber irgendwann war es dann auch an der Zeit zu sagen, naja komm, eigentlich erfüllen wir ja all das, was die IAB so erwartet und ein bisschen mehr. Und dann kam glücklicherweise noch dazu, dass die IAB die Kosten für die Erstzertifizierung deutlich abgesenkt hat. Früher war es echt viel Geld. Also es waren, glaube ich, über 50.000, 60.000 Dollar alleine für das, was man an IAB überweist. Plus die interne Zeit, die man drauf aufwenden muss. Mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate Zeit. Jetzt ist es halt nur noch so ein Viertel davon. Und man muss zwar sich rezertifizieren alle 2 Jahre, aber es ist immer noch ein besserer Deal. Und da wir schon halbwegs ja mit fast beiden Füßen eigentlich auf den IAB-Zahlen unterwegs waren, war es für uns dann wirklich ein No-Brainer, die Zertifizierung zu holen. Ja, und das ist heutzutage auch in Deutschland ein Standard, den halt, glaube ich, so mindestens 3 Hoster auch nutzen. Einige tun sich damit noch schwer, witzigerweise nicht nur die kleinen, sondern es gibt da auch gewisse Hoster, die an gewissen Plattformen hängen, die das halt nicht so wirklich wollen. Aber gut, das sind dann so politische Spielchen. Ja, verstehe. Ja Mensch, jetzt, wir haben auch schon ein bisschen, du hast schon einige Geschichten und Anekdoten zum Thema Bootstrapping erzählt. Was, wenn du jetzt zurückblickend zurückschaust auf die letzten 11 Jahre, würdest du alles nochmal so machen, wie es jetzt gelaufen ist? Gibt es irgendwelche Sachen, die du heute anders machen würdest? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Also erstens würde ich wahrscheinlich mein nächstes Business
wird auf jeden Fall gebootstrapped sein. Da, so viel kann ich dazu schon sagen. Ich bin mittlerweile wirklich sehr, sehr fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg für uns war damals. Das heißt, das würde ich definitiv, selbst wenn ich jetzt die Wahl hätte, wieder Podigee nochmal zu starten, mit der Erfahrung, die ich jetzt über die Jahre gesammelt habe, dann hätte ich an der Stelle keine Änderungen vorgenommen. Also ich würde beim Bootstrapping bleiben, weil es sind auch so viele, sehr viele VC-finanzierte Startups um uns herum einfach gegen die Wand geknallt, dass ich feststelle, dann lieber ein nachhaltiges Business, was einen trotzdem ermöglicht, sich zu realisieren. Was hätte ich anders gemacht? Naja, ich glaube, ich hätte mich viel früher mit den Themen beschäftigt, die einem Entwickler nicht so gut liegen, sag ich mal. Ja, Themen wie halt Legal, Finanzen, Kennzahlen, solche Sachen, die sind halt wirklich aus meiner Sicht objektiv langweilig. Vor allem, wenn man halt ein Mensch ist, der gerne, ne, was kreiert, was baut und auf der Ebene eher sich realisieren möchte, dann sind solche Themen natürlich, naja, so ein bisschen Spaßverderber. Aber so ein paar Grundlagen hätte ich dann deutlich früher gelernt, um einfach gewisse Sachen, gewisse Fehler zu vermeiden, die dann halt sehr teuer und noch mühsamer sind später. Also wir haben, ich weiß nicht, seit 2013 eigentlich in irgendeiner Form eine Unternehmensform geführt. Das heißt, da irgendeine Buchhaltung. Ich glaube, bis 2020 mussten wir noch aufräumen. Ja, also die ersten 3-4 Jahre mussten wir dann halt echt sehr, sehr lange noch aufräumen. Ich würde mal fast sagen, bis heute räumen wir da noch Sachen auf. Also das hört nicht auf, ja. Also jetzt ist es halt wirklich kein Thema mehr, aber da ist echt viel zu tun. Und ja, und eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, man muss seine eigenen Ambitionen gegen die Realität checken. Ja, das ist wirklich so. Weil was ich schade finde, so ein bisschen jetzt im Nachhinein, ist, dass man, weil man das Gefühl hatte, also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, da kann man noch so viel mehr, ne, erreichen. Da gibt es ja diese ganzen Unicorns und da gibt es so diese erfolgreichen Gründer, die bei jeder zweiten Ausgabe bei Gründerszene so gefeatured werden und die werden gefeiert und was weiß ich, ja. Das war vor ein paar Jahren für mich doch so ein Ding, was ich beobachtet hatte, wo ich mir dachte, so, bei uns hat noch keiner vorbei, nicht mal die Journalisten, die bei uns ihre Podcasts hosten, nicht mal die fragen bei uns an, hey, wie ist es denn so mit eurem Produkt und was habt ihr denn da Tolles gebaut, ja. Also es ist wirklich nicht besonders glamourös, sag ich mal, Bootstrap-Founder zu sein. Ja, das ist ein guter Spruch auf jeden Fall. Da. Ja, es ist einfach viel bodenständiger. Es ist halt viel, ja, es ist anders. Man steht so nicht so im Rampenlicht, ja. Und hätte ich von Anfang an gewusst, dass es das nicht braucht, dass ich dieses Rampenlicht eigentlich gar nicht brauche, dass es eigentlich, ja, und diese VC-Geschichte ist ja, man setzt so eigentlich sein Unternehmen, sein Baby irgendwie, ne, aufs Spiel, so wenn man das so sehen möchte, und geht im Zweifel mit gar nichts raus und hat keine Work-Life-Balance, keine Zeit gehabt für irgendwas. Ich meine, selbst im Bootstrapped-Umfeld ist immer viel zu tun. So ist es nicht. Das ist bei weitem kein Lifestyle-Business. Da ist echt viel, viel Arbeit. Aber natürlich, ja, irgendwann muss man akzeptieren, okay, das sind die Möglichkeiten, das ist dieser Markt, der gibt so viel her, wir sind, wer wir sind, wir haben unsere Werte, wir werden jetzt vielleicht, also wir sind zum Beispiel nicht die, ich sag mal, wir sind nicht die Typen für Werbevermarktung, obwohl wir jetzt in diesem Bereich natürlich auch tätig sind, aber wir sind ja nicht die Firma, die jetzt 20 Sales einstellt und sagt so, ihr lauft jetzt durch die ganze Republik und holt hier Umsatz von allen und interessiert ja gar nicht, woher die Kohle kommt, Hauptsache Leute buchen hier Werbung, ja, das machen andere. Die können das, wir können das nicht. Also wir könnten so eine Firma gar nicht erst aufbauen. Ja. Wir sind im Herzen immer noch so die Techies, die was dazugelernt haben. Wir sind jetzt als Business sehr gut aufgestellt. Wir kennen uns da mit vielen Dingen aus, haben jetzt praktisch alles Mögliche gemacht, Kundensupport und Marketing und Sales und Finance und HR. Ja, alles, was man so lernen muss als Gründer, haben wir jetzt alles gemacht und sind aber trotzdem froh, dass wir jetzt nicht irgendwie diese Ambition hatten, da nochmal irgendwie, keine Ahnung,
aus Polygy ein Unicorn zu machen. Also ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen. Also sonst hätte es irgendein Unicorn in dem Bereich gegeben. Von daher bin ich eigentlich froh, dass wir den Fehler nicht gemacht haben. Ja. Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass es ein einschneidendes Erlebnis war, dass ihr euch von Kollegen habt trennen müssen. Wie kommst du über so eine Situation dann hinweg? Hast du da private Ablenkung? Macht ihr das zu zweit unter euch Gründern aus? Habt ihr dann einen Coach, der euch in solchen, gab es ja wahrscheinlich öfters mal solche Situationen, jetzt nicht hoffentlich nicht dann so weitreichend, aber irgendwelche anderen Fuck-Ups, die es gab, zieht ihr euch das selber wieder raus? Wie macht ihr das? Ja, das ist echt kein einfaches Thema. Ich glaube, es gibt ja einige Gründer, zumindest ich habe so ein paar solche Blogposts mal irgendwo gelesen, die sagen, es gibt diese Founder-Loneliness, ja. Das ist so, das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil zumindest in meinem Umfeld, Familie, Bekannte, Freunde, gibt es nicht so viele Leute, die verstehen, was es ist, jemanden zu entlassen. Mhm. Auch die ehemaligen Kollegen, ja, wir haben halt Firma gegründet, sind weiter irgendwo. Viele unserer Entwicklerkollegen sind ja vielleicht jetzt Teamleads oder so, aber ist ja nochmal was anderes. Und ja, diese Erfahrung ist dann irgendwas, was man halt so nicht wirklich mit jemandem teilen kann, auch nicht möchte. Es war und ist immer bis heute für uns echt immer ja ein Thema, was uns sehr, sehr so tief einfach wirklich berührt hat. Und ja, als wir sehr viele Leute entlassen müssten, war es halt konsequent auch viel härterer Schlag. Weil es halt einfach, das ist ja nicht so, dass man sich hinstellt vor 10 Leute und sagt so, ja, tschüss. Ne? Mhm. Sondern man führt individuelle Gespräche mit jeder einzelnen Person. Verschiedene Menschen reagieren natürlich sehr unterschiedlich drauf. Manche Menschen haben, ja, Kids, Familien, kümmern sich um vielleicht ihre Eltern, sind jetzt ausgewandert und verdienen ihr Geld und schicken das zurück nach Hause. Und man weiß das und muss denen trotzdem sagen, ja, sorry, wird jetzt nicht mehr klappen, ja. Da ist es fast am einfachsten, wenn es Leute sind, die eher energisch drauf reagieren. Das hatten wir auch schon ein paar. Da hat jemand auch dann geklagt, weil, ne, war unzufrieden. Das ist fast einfacher. Da hatten wir vor Gericht und so ist es wirklich weitergekommen. Normalerweise hat man die Möglichkeit, so einen Vergleich noch zu machen. Die Person wollte es nicht, war sehr emotional. Das war für mich persönlich einfacher, mich da irgendwie vor so einem Richter zu stellen und zu erklären, das war die Situation. Das war für mich im Zweifel besser, weil ich das Gefühl hatte, okay, diese Person ist zwar auch emotional davon betroffen, aber hat immer noch so diese Courage zu sagen, ja, jetzt zeige ich denen, ne, was, und dann ist es wieder so auf so einer Augenhöhe. Aber die Leute, ja, und das dann irgendwie wegzustecken, das ist schwierig. Ich hab keine Antwort drauf, so richtig. Ja, ich glaube, da muss man einfach irgendwann akzeptieren, dass gewisse Sachen, wenn man muss sich einfach darum bemühen, die Leute immer fair zu behandeln. Fehler passieren auf verschiedensten Ebenen. Ich würde jetzt aber sagen, wenn uns so ein Fehler, also das, wenn wir jetzt noch ein zweites Mal 10 Kollegen entlassen müssten und nicht aus unserer, also wenn jetzt die Weltwirtschaft zusammenbricht, noch weiter kollabiert und so, gut, können wir auch nichts für, wenn das irgendwie alle betrifft, ja. Aber wenn es jetzt selbstgemachte Probleme sind und das nochmal vorkommt, dann würde ich sagen, okay, musst du dir diesen Karrierepfad vielleicht als Gründer nochmal überlegen, ist das wirklich das, was du machen willst, weil scheinbar kannst du es nicht so gut. Ich hoffe, dass wir dieses Learning einmal gemacht haben und somit nie wieder. Heißt jetzt nicht, dass man ab und zu mal beim Hiring nicht den Fehler macht, dass man doch die falsche Person erwischt. Da haben wir aber auch, glaube ich, massiv dazugelernt und einerseits versuchen wir es natürlich zu vermeiden und selbst wenn wir die falsche Person erwischen, versuchen wir da frühzeitig zu reagieren, sodass es auch für die Person keine Überraschung ist, wenn das dann kommt. Um mit ein bisschen positiveren Themen noch abzuschließen, Mensch, also, aber vielen Dank, ey, für das Teilen, weil das, glaube ich, auch voll das gute Learning für viele, die zuhören. Und man sieht ja jetzt gerade auch ja in der ganzen Textszene in den USA, wie schlecht sich auch Gründer von VC-finanzierten oder generell großen Firmen anstellen, wenn sie solche Dinge regelmäßig, das passiert, gibt ja jetzt diverse Firmen, kann man hier auf Layoffs FYY sich anschauen, die jetzt zum dritten Mal einen Cut machen müssen. Und das gibt es dann häufig in Blogposts und dein Account geht am nächsten Morgen nicht mehr und du erfährst aus der Presse oder von einem E-Mail an deine
an deine zweite hinterlegte Adresse, weil deine Business-Mail gar nicht mehr geht, dass du betroffen bist. Von daher, das ist ja immer auch die andere Seite von der Geschichte. Von daher finde ich es cool, dass du das so geteilt hast. Ja, ich finde es fast auch manchmal erschreckend, dass man sieht, wie am Montag die Meldung durch die Presse gejagt wird. 1500 Mitarbeiter wurden entlassen und zwei Tage später stellt sich irgendwie der Head of Europa hin und sagt so, feiert all diese Erfolge der letzten 12 Monate und dass dieses Quartal wieder so viel Profit gemacht wurde. Da muss ich sagen, da reagiere ich extrem allergisch drauf. Ich würde niemals auf die Idee kommen, in der gleichen Woche, wo ich Leute entlasse, mich dann hinzustellen und sagen so, ja, wie tolles Ergebnis wir hier erzielt haben, ja. Was halt eigentlich auf Basis dieser Entlassung entstanden ist, diese Pluszahl. Das sind aber so für mich Sphären und Dimensionen von solchen Unternehmungen, wo ich auch wirklich keine Aspiration habe, mich in so eine Richtung zu entwickeln. Das ist wirklich nicht meine Welt und ich glaube wirklich dran, dass ja in diesem gesunden Mittelstand irgendwo ja man mit Menschen vielleicht dann doch ein bisschen besser umgehen kann. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was habt ihr für dieses Jahr noch für Ziele mit Podigy? Ihr seid ja international auch unterwegs, aber fokussiert euch auf den deutschen Markt. Du hast schon vorhin angesprochen, dass ihr was in der Mache habt. Kriege ich eine hübschere Website as a Service oder wo geht die Reise hin? Genau, also lieber Andreas, du bekommst hoffentlich bis Ende des Jahres ein hübscheres Podigy und musst nicht mehr bezahlen. Das ist eins unserer Ziele. Der Anspruch, ja. Genau, das ist der Anspruch. Hoffentlich gefällt es dir auch. Bestimmt. Ja, also ja, Podigy gibt es ja seit 11 Jahren als Produkt, vielleicht so kann man schon sagen, so seit 10 auf dem Markt, wo man sich registrieren kann. Und ja, wir haben uns natürlich weiterentwickelt, haben viele Features gebaut, aber im Grunde genommen ist unser Interface, unser Design immer noch das Design, was wir damals für $30 gekauft haben und ein bisschen angepasst. haben wir, glaube ich, trotzdem Glück gehabt, dass es so lange irgendwie uns einen guten Dienst erwiesen hat. Aber klar, wenn man sich jetzt da einloggt und vielleicht ein paar andere modernere Tools nutzt, die in den letzten 2, 3, 4 Jahren entstanden sind, dann merkt man schon, ja, okay, da könnte man ja schon irgendwie mal ein bisschen rangehen. Und gleichzeitig haben wir eine technische Legacy da abzubauen, technische, historische quasi Legacy, weil wir ja diese JavaScript-Frameworks, die ich vorhin erwähnt habe, da haben wir zwei verschiedene jetzt bis dato genutzt und jetzt gibt es so in der Ruby on Rails-Welt eine Neuentwicklung, würde ich sagen, die wieder so ein bisschen an die Roots back to the roots. Back to the roots macht, ja. So, wo man halt JavaScript wirklich nur noch als so diese Kirsche auf der Torte nutzt und nicht als so diese Engine, um so viele Dinge zu bauen. Und da wir Turbo ist das, was du meinst, oder? Ja, Turbo, ja. Und yes. Hotwire. Yes. Ja, Hotwire. So, genau. Und das ist so ein Trend, der uns sehr liegt, weil wir ja sehr viele auch Full-Stack-Entwickler haben, weniger pure Frontend-Entwickler. Das passt also und wir haben ja einfach noch irgendwo an vielen Stellen zum Beispiel Angular 1 im Einsatz, also die allererste Version. Das ist schon mittlerweile sehr, sehr stark in die Jahre gekommen. Das heißt, wir möchten gleichzeitig diese alten Sachen modernisieren und neuen Look and Feel der ganzen Sache verpassen. Das ist wirklich ein großes Ziel. Haben wir jetzt die letzten 2, 3 Jahre vor uns hingeschoben, wollten das halt schon angehen, aber jetzt ist es wirklich an der Zeit. Das führt natürlich auch zwangsläufig dazu, dass man jetzt keine spektakulären neuen Features bauen kann. Das wird eher ja so ein Refresh, aber hoffentlich sind wir dann ab nächstem Jahr wieder in der Lage, neue Features, neue Funktionen zu bauen, die dann halt natürlich auch neue Möglichkeiten bieten. Aber ich glaube, alleine dieser Refresh wird schon vielen unserer Kunden helfen. Wir möchten da auch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen an dem UX auch zu arbeiten, dass man da noch einige Sachen noch verständlicher macht. Das ist auf jeden Fall eins unserer Ziele. Ja. Und coole Sache. Bitte? Coole Sache, ich freue mich dann. Gibt es eine Deadline zum Sommer oder zum Herbst? Du weißt wie es halt so mit Deadlines ist. Ja? Ja. Das, was man sich so wünscht. Und dann, ja, es ist halt, bei der Sache habe ich wirklich, würde ich sagen, gehe ich da sehr geduldig ran, weil ich weiß, man möchte ja nichts kaputt machen, vor allem. Wir haben ja 10 Jahre lang
zwar auf einem alten System, aber dann doch diese ganzen Edge-Cases, ne, gefixt und gelöst und so weiter. Wenn man jetzt sagt, so, ja, wir bauen das Interface neu, das soll funktional identisch bleiben, dann zwangsläufig entstehen neue Fehler, neue Bugs und das frisst halt viel Zeit. Deswegen glaube ich nicht, dass man das hier pushen sollte, sondern ich bin da sehr geduldig und ich sage, ich bin geduldig, weil ich ja nicht mehr dran beteiligt bin an diesem Projekt, sondern halt das tolle Development-Team, das halt bei uns halt weitestgehend autonom arbeitet. Das heißt, ich habe da auch volles Vertrauen, dass sie was Gutes bauen, aber es wird bestimmt noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich bin sehr gespannt. Genau, das ist also eins der Ziele. Das andere Ziel ist weiterhin dieses Ad-Geschäft, was ich schon vorhin erwähnt habe, diesen Ad-Marketplace weiterzuentwickeln. Wir führen da auch wirklich immer spannendere Gespräche, interessanterweise auch mit relativ großen Unternehmen, die Interesse haben an skalierbaren Vermarktungen, also Vermarktungen, wo man vielleicht die Podcast-Hosts nicht so stark involvieren muss. Da ergeben sich gerade ein paar interessante Kooperationen. Jetzt müssen wir noch schauen, dass die Werbetreibenden wieder bereit sind, ein bisschen mehr Budgets auszugeben. Martin, Mensch, das ist ja jetzt eine längere Folge geworden, dann die wird ordentlich auf eure Traffic-Kosten schlagen wahrscheinlich. Das tut mir sehr leid für dein Format. Ist alles gut? Ja, nein, alles cool. Ich finde es ja wahnsinnig interessant und das ist ja immer, wenn es die Firmen schon länger gibt, gibt es ja auch mehr zu erzählen und auch mehr Learnings mitzunehmen für alle, die zuhören. Dann vielen Dank, Mensch, fürs Teilen, dass auch der Punkte, die dich eher runtergezogen haben. Ich glaube, das ist auch immer schwierig, drüber zu reden, aber kann man auch immer was mitnehmen, wenn man es hört. Und von daher vielen Dank auch dafür, für deine Offenheit. Ja, sehr gerne. Dir noch einen schönen Abend jetzt und vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ciao. Sehr gern. Ciao. Ja, und das war jetzt nach knapp anderthalb Stunden auch Folge 65 von Happy Bootstrapping. Falls du bis hierhin gehört hast, ich habe ja eine erste Version der Website fertig. Falls du das mal sehen möchtest, gebe ich die hier gern an die bis zum Ende gehört haben, mal raus, um ein bisschen Feedback zu bekommen, damit ich damit auch endlich starten kann. Das hatte der Matti übrigens auch in dem LinkedIn-Artikel erwähnt. Aber ihr kennt das vielleicht, man prokrastiniert auch da immer wieder, weil man nie zufrieden ist. Und mittlerweile habe ich eben 65 Folgen, die ich irgendwie online bringen muss. Man schiebt es immer vor sich her, weil man immer denkt, hey, das ist so viel, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ich möchte es unbedingt machen, weil ich glaube, es wird eine coole Sache und es gibt viele Leute, denen eineinhalb Stunden einfach zu viel sind. So, ansonsten freue ich mich natürlich auch über Feedback zu der Folge, zu Matti. Falls du Fragen hast, poste gerne auf LinkedIn oder schreib mir eine E-Mail, dann leite ich sie ihm weiter und bringe euch in Kontakt. Ansonsten ist jetzt wie angekündigt eine Woche Pause und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, schöne Ostern, mach's gut, ciao.